Als am Abend der Europawahl 2019 in der ARD zum ersten Mal Robert Habeck ins Bild kam, wirkte Habeck gar nicht wie ein Sieger. Er sah eher erschrocken aus angesichts des Ergebnisses seiner Partei. Über 20% der Stimmenanteile hatten die Grünen damals ergattert. Mehr als sie jemals bundesweit erreicht hatten. Trotz oder gerade wegen der historisch guten Ergebnisse der Europawahl und Meinungsumfragen zur nächsten Bundestagswahl erlaube ich mir einen Ausflug in die Welt der Politik. Die Grünen sind aktuell die Partei der Stunde in Deutschland und haben verstanden, dass sie mit Geschlossenheit weit kommen können. Natürlich ist es gut möglich, dass die Grünen Kanzler können. Doch können sie auch Deutschland? So ganz einfach ist das nicht, denn tatsächlich gibt es bei genauerem Hinsehen einiges, das den Grünen und der Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock Sorgen bereiten wird. Und warum das so ist, erkläre ich euch in diesem Video, in dem ich euch die 6 größten Probleme der Grünen vorstelle. Doch bevor wir richtig loslegen, noch eine ganz wichtige Frage. Habt ihr schon ein Abo für meinen Kanal? Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um meine Arbeit zu unterstützen und natürlich damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und jetzt ist der Moment, wo das Video richtig losgeht. Also viel Spaß bei die 6 Probleme der Grünen. Es ist fast so, als ob Grüne und Union die Rollen getauscht haben. Das absurde Drama, das die Union in Person von Laschet und Söder im Frühling 2021 aufführte, kannte man zuvor nur von den Grünen, denen man nachsagte, dass ihnen Debatte und Streit in den Genen liegen. Nun wirken die Grünen wie ein Kanzlerwahlverein, während die Union, die früher diesen Beinamen trug, sich auf offener Bühne in ihre Bestandteile zerlegt. Streit mögen die Deutschen nicht. Die intensiv umworbene Merkel-Wählerschaft wendete sich mit Grausen ab und lief ab Februar 2021 zu den Grünen über. Im Wahljahr 2017 bangten die Grünen noch um den Bundestagseinzug und drohten an der 5%-Hürde zu scheitern und holten am Ende immerhin 8,9% der Stimmen und sind derzeit damit die kleinste Oppositionsfraktion im Bundestag. Im Sommer 2019 zogen sie in den Umfragen erstmalig an der Union vorbei und im Mai 2021 sind die Grünen nun stabil über 20%. Und eins ist immerhin klar, ihren Platz vor der SPD haben die Grünen auf jeden Fall gefestigt. Und jetzt lasst uns mal ein wenig genauer hinschauen, was denn jetzt die größten Probleme der Grünen sind. Problem Nummer 1: Die Radikalen. Es gibt einige starke Kräfte, die Grünen zu diesem Erfolg gespült haben. Unter anderem sind da zum einen Luisa Neubauer, die Greta Thunbergs Fridays for Future Bewegung in Deutschland mitorganisiert. Und dann ist da die Welle aus dem Netz, in der YouTube-Unterhaltungsunternehmer wie Rezo oder Julian Bam offen Stimmung gegen die bisherigen Volksparteien machen und implizit Wahlwerbung für die Grünen betreiben. Das Problem ist, die Ansprüche dieser beiden Gruppierungen kann eine Grünen-Führung eigentlich gar nicht einlösen. Fridays for Future Aktivisten fordern gerne einen radikalen Umbau der Wirtschaftsordnung in Deutschland. Die Grünspitze und wohl auch die meisten grünen Wähler haben damit aber nichts am Hut und sehen die Realität, wie sie nun mal ist. Greta Thunbergs oder Luisa Neubauers Kritik hat einen speziellen Beigeschmack. Für Deutschland passt sie einfach nicht. Im Kern wirft eine mittlerweile erwachsene Greta den Regierungen vor, dass sie nichts oder nicht genug tun. Und für Deutschland stimmt dieser Vorwurf deswegen nicht, weil wir sogar eine ganze Menge schon tun. Wir geben inzwischen seit knapp 2 Jahrzehnten 2-stellige Milliardensummen aus, haben das Land mit Windrädern, Biogasanlagen und Solarzellen übersät, ummanteln unsere Häuser mit Styropor, verbieten Plastiktüten, steigen, hart an der Grenze der Physik, aus der Braunkohle aus und gehen gerade die nächste monströse Milliardenwette auf die E-Mobilität und Wasserstoffantrieben ein. Also, wir tun richtig viel, bloß sind wir leider nicht besonders erfolgreich damit. Einigen wenigen Ländern gelang es jedoch, in der gleichen Zeit den Ausstoß des Treibhausgases zu senken, darunter die USA. Die CO2-Einsparungen in den USA sind vielmehr auf den verstärkten Verbrauch erneuerbarer Energien zurückzuführen, die schon 2017 einen Rekordanteil von 17% erreichten, während der Anteil der CO2-armen Atomkraft bei 20% verharrte. Der CO2-Ausstoß in Deutschland stagniert trotz dieses gewaltigen Einsatzes an Geld und Ressourcen seit einigen Jahren. Im Gegensatz etwa dem des Klimasünders der USA. Also ein Leuchtfeuer für die Welt sind wir leider nicht geworden. Luisa Neubauer und die Radikalen unter den Grünen haben für uns einfach die falsche Botschaft. Wir haben zu viel Angst in diesem Land vor dem Klimawandel und bräuchten einfach mehr Offenheit. Je massiver die Eingriffe in die Natur werden und je mehr die Radikalen unter den Grünen parallel anfangen, Schlüsselindustrien zu gefährden, je mehr also der Umbau unserer Energieversorgung
voranschreitet, desto mehr Alternativen müssten einfach geprüft werden. Und zwar in alle Richtungen muss hier gedacht werden. Seien es neue Anreize zur Energieeinsparung, neue Technologien oder Energieträger. Aber nichts davon sollten wir vorab und grundsätzlich verwerfen. Und das schreibt 2019 Christoph Kucklick, Chefredakteur des Wissenschaftsmagazins Geo. Zur Vorbereitung für dieses Video habe ich mir das Buch Cool It von Björn Lomborg angeschaut, das ich euch an dieser Stelle noch kurz vorstellen will. Also das Buch ist eigentlich nicht neu und genau deswegen können die gebrachten Argumente aber ganz genau mit den neuesten Umweltdaten abgeglichen werden. Also alle reden davon, dass wir die Erderwärmung bekämpfen müssen. Doch mit der grassierenden Klimahysterie schaden wir uns nur selbst und davor warnt Björn Lomborg schon seit Jahren. Anstatt also Milliarden in den Klimaschutz zu pumpen, sollten wir uns genau überlegen, welche Probleme sich zum Wohl der Menschheit tatsächlich lösen lassen. Der Autor leugnet nicht, dass die CO2-Emissionen zu hoch sind. Er zeigt und beleuchtet die Schwachstellen des Kyoto-Protokolls und indirekt des Pariser Klimaabkommens. Natürlich ist alles sehr gut recherchiert und er bringt Fakten, die in das Narrativ der deutschen Leitpresse so leider nicht reinpassen. Das Buch kostet 7,95 € und den Link zum Buch habe ich euch unten in der Videobeschreibung eingefügt. Und dann ist da noch ein anderer Radikaler, Rezo, und neuerdings auch Renzo genannt. Also Rezo oder Renzo macht mehr oder weniger offen Werbung für die Grünen. Und seine Argumentation ist oft nicht ansatzweise so quellengestützt, wie er gerne glaubt. Aus Rezo spricht häufig Wut. Also für mich watscht Rezo einfach nur ab und natürlich geht es ihm darum, erneut für Aufsehen zu sorgen. Dabei muss Rezo einsehen, dass seine Lebensrealität nicht die gleiche ist wie die von vielen Millionen Menschen in Deutschland und dass wir von heute auf morgen natürlich nicht ganze Schlüsselindustrien zerstören können. Oder um es mit Rezos Worten zu sagen, grow the fuck up, hör ständig auf zu ranten, lieber Rezo. Problem Nummer 2. Klima ist in Europa ein Schönwetterthema. Es ist sehr richtig, dass die Klimadebatte für das Wahlergebnis in Deutschland eine zentrale Rolle gespielt hat. Sie hat sogar das jahrelange Aufregerthema Migration verdrängt. Irgendeinen Weltuntergang brauchen die Deutschen also offensichtlich immer. Und zuletzt war das das deutsche Untergangsthema Corona und die vermeintlich unglückliche Corona-Politik der Bundesregierung. Wer sich die Wahlergebnisse aber in ganz Europa anschaut, sieht allerdings, dass die globale Erwärmung in vielen anderen Staaten als Thema überhaupt keine Rolle spielt. Gerade da, wo Arbeitslosigkeit hoch ist und die wirtschaftliche Lage heikel ist, also im Osten und Süden der EU, stehen völlig andere Fragen im Vordergrund. Das war auch schon vor Corona so. Und das könnte für die Grünen zum Problem werden, denn bei den Grünen ist die Wirtschafts- und Finanzpolitik der blinde Fleck. Das nebulös gehaltene Wahlprogramm liest sich für mich wie ein Anti-Wachstumsprogramm. Die Staatsausgaben, die durch die Corona-Krise in die Höhe geschossen sind, sollen nochmals aufgestockt werden. Dabei sind schon 50% des Bundeshaushalts schon Sozialausgaben. Natürlich wird wieder an der Steuerschraube gedreht. Besonders kreativ wird das nicht auf mich. Und habt ihr schon einmal dran gedacht, dass Wohlstand, also eine starke Wirtschaft, die notwendige Voraussetzung für Klimaschutz ist? Klimaschutz ist wichtig, keine Frage. Und da, glaube ich, sind wir uns alle einig. Aber so wie es eben die Priorisierung der Themen in anderen Ländern klar macht, wer Existenzängste oder Angst um seinen Job hat, der macht sich eben auch weniger Gedanken um Klimaschutz. Das Kokettieren mit dem weiteren Marsch in die Staatsverschuldung ist erschreckend für eine Partei, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. Die Generationsbilanzen sind ohnehin schon total schief in Deutschland. Man ist schon erstaunt, dass die Grünen, die glaubwürdig für den Erhalt des Planeten eintreten, in der Haushaltspolitik so unseriös sind. Die Schulden von heute sind nämlich die Steuererhöhung und die Inflation von morgen. Dieses Einmaleins in der Wirtschafts- und Finanzpolitik blenden die Grünen für mich komplett aus. Die Grünen hoffen anscheinend auf einen Klimawahlkampf. Das ist unbestritten das Kompetenzfeld dieser Ökopartei. Hier wiederholt sich aber die Schwäche der Partei, denn Umweltschutz ist und bleibt ein Schönwetterthema. Und da komme ich auch wieder zurück zum Buch Cool It. Sehr genau recherchiert und liefert der Autor Argumente, dass die vielen Milliarden Dollar, die in die Umsetzung des Umweltschutzes gesteckt werden, vermutlich nur einen Aufschub einer Temperaturerhöhung von 2,5 °C um 5 Jahre bewirken werden. Zwar kann jeder Grünfunktionär das Pariser Klimaabkommen und die harten Maßnahmen nachts um 3 Uhr herunterbeten, die Kostenseite wird aber gern mal ausgeblendet. Die Grünen sind in großen Teilen immer noch eine Partei des öffentlichen Dienstes. Da spielen Arbeitsplatzeffekte und wirtschaftliche Rechnungen keine entscheidende Rolle. Man muss jetzt kein Klimarebell sein, aber das Heil für den Umweltschutz sollte in der Wirtschaft gesucht werden. Die Ökonomie wird es schon richten, weil Schwarmintelligenz war schon immer schlauer als die Ideologie von ein paar grünen Politikern. Das Risiko für die Grünen besteht darin, dass ein guter Teil der Luft aus ihrem 20%-Ballon entweichen dürfte, wenn die wirtschaftliche Lage in Deutschland einmal wieder rauer werden sollte. Bisher hat sich der Arbeitsmarkt trotz Corona stabil gehalten in Deutschland. Dass das allerdings immer so bleiben wird, darauf sollten sich die Grünen wohl lieber nicht verlassen.
Ansonsten ist meine Lebens- und politische Erfahrung eine andere wie Ihre. Man kann die Welt nur schrittweise verbessern. Problem Nummer 3. Regieren bedeutet Realität. In Kontakt mit der Wirklichkeit geraten die Grünen ja schon an vielen Stellen, nämlich da, wo sie in Deutschland bereits in der Regierung sitzen. Da ist allerdings nicht erinnerlich, dass sich die Partei in einem löwenartigen Kampf gegen die Kohleindustrie oder für den Umbau des Verkehrssektors gestürzt hätte. Auch die Digitalkompetenz, die den Grünen oft zugesprochen wird, ist in der Realität eigentlich nicht zu entdecken. In Baden-Württemberg regiert mit Winfried Kretschmann ein Ministerpräsident, der sich angesichts seines freundlichen Umgangs mit der Autoindustrie leicht mit einem moderaten CDU-Politiker verwechseln ließe. Das ist auch völlig normal und verständlich. Die Demokratie ist die Kunst des Möglichen, also dessen, was sich zwischen den widerstreitenden Interessen aushandeln lässt. Und das weiß auch eine Annalena Baerbock, die politisch dem Realo-Flügel der Grünen zuzuordnen ist. Und daran wird sich auch so rasch nichts ändern, es sei denn, es würde ein Regime errichtet, das dem ökologischen Umbau absolute Priorität einräumen würde. Das wird aber in Wahrheit wohl doch nur die Minderheit wollen, also Radikale wie Luisa Neubauer oder Rezo. Das wird nicht mit einer Partei unter Führung von Baerbock passieren. Daran schließt sich jetzt die Frage an, ob die Grünen bundesweit überhaupt eine Machtperspektive haben, womit wir zum nächsten Problem kommen. Problem Nummer 4. Ein grüner Bundeskanzler? Nein, eher nicht. In manchen Stellungnahmen wird ja aktuell so getan, als sei eine Bundeskanzlerin Baerbock eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn 26,9% der Politikjournalisten in Deutschland den Grünen nahestehen. Und unter den Jüngsten bei den Journalisten, also Personen im Volontariat, würde die Mehrheit eine linke Partei wählen. Da kann man doch schon vermuten, dass hier eine rot-rot-grüne Koalition gerne herbeigeschrieben wird. Aber wie genau soll das denn gehen, bitteschön? Nehmen wir einmal an, die Grünen blieben auch bei der nächsten Bundestagswahl in der Größenordnung von 25%. Dann bliebe eine pulverisierte SPD und die Linke. Auch die letztere hat bei der Europawahl und den Umfragen zuletzt Stimmanteile verloren. Und auf Bundesebene ist die Linke garantiert nicht der natürliche Partner für die Grünen, als der sie oft von Journalisten idealisiert wird. In den meisten Umfragen reicht es für diese drei Parteien derzeit nicht oder nur zu einer knappen Mehrheit. Die andere Variante wäre dann eine schwarz-grüne Koalition oder sogar Jamaika mit der FDP. Dann aber wären die Grünen endgültig im sogenannten bürgerlichen Lager. Und dann viel Spaß mit den Radikalen oder mit den Aktivisten. Problem Nummer 5. Die Grünen lieben die Freiheit. Fürs Klima demonstrieren und dann in den Kurzurlaub fliegen, das passt nicht zusammen. Oder etwa doch? Kaum jemand kritisiert die Luftfahrt so heftig wie die Grünen. Die Grünen betonen stets, wie wichtig der Klimaschutz für sie ist. Beim Reisen mit dem Flieger sind ihre Bundestagsabgeordneten jedoch ganz weit vorne mit dabei. Das zeigt auch wieder eine jüngere Auswertung. Eine Liste der Auslandsreisen der Abgeordneten im Bundestag, über die die Bild-Zeitung berichtet hat, zeigt demnach, die Grünen sind die Partei der Vielflieger. Zwar war das Gesamtaufkommen der Reisen bei den Abgeordneten von CDU und CSU mit 330 Einzeldienstreisen seit Beginn dieser Legislaturperiode am höchsten, jedoch handelt es sich bei der Union auch um die größte Fraktion im Bundestag. Pro Kopf ergibt sich nämlich denn da ein ganz anderes Bild. Hiernach flogen die grünen Abgeordneten am häufigsten, und zwar innerhalb von 2 Jahren 126 Mal. Und dann ist da noch das Problem mit der Kurzstrecke. Hier ein Beispiel aus Baden-Württemberg, weil da die grüne Landesregierung ist. Die baden-württembergischen Landesbediensteten legten 2018 pro Flugticket im Schnitt 830 Kilometer zurück. Aber diesen Durchschnittswert unterschreiten deutlich die grün geführten Ministerien in Baden-Württemberg. Also pro Flugticket gerechnet wurden 2018 im Finanzministerium von Edith Sitzmann, die den Grünen angehört, lediglich 607 Kilometer. Zum Vergleich, die einfache Flugstrecke von Stuttgart nach Berlin beträgt 512 Kilometer. Aber auch einige andere grünen Ressorts kommen pro Ticket auf einen geringeren Wert. Beim Staatsministerium waren es 654 Kilometer, beim Sozialministerium waren es 683 Kilometer, beim Verkehrsministerium 709 und beim Umweltministerium 806 Kilometer. Erst dann folgt mit dem Wirtschaftsministerium mit 816 Kilometern im Schnitt pro Ticket das erste CDU-Ressort. Was hier auffällt, ist, dass einige Ministerien den Durchschnittswert ganz schön deutlich unterschreiten. Das deutet darauf hin, dass sich bei einer Vielzahl dieser Flüge um innerdeutsche Flüge handeln muss, von denen viele natürlich mit der Bahn auch hätten realisiert werden können.
Aber es sind nicht auch nur die grünen Politiker, denn die Wähler der Ökopartei steigen auch gern am liebsten ins Flugzeug. Keine andere der im Bundestag vertretenen Parteien hat mehr Anhänger, die nicht mindestens einmal pro Jahr geflogen sind. Die grüne Flugfreude erklärt sich zumindest teilweise durch die gesellschaftliche Stellung von grünen Wählern. Die sind vergleichsweise jung, gut ausgebildet und gut verdient. Von Wählern einer Ökopartei wie den Grünen könnte man deshalb erwarten, dass sie den Luftverkehr besonders sparsam nutzen, oder? Und für die Grünen hört die Freiheit nicht nur beim Fliegen auf. Ein überraschendes Ergebnis bringt eine Umfrage zum Thema der SUV-Nutzung in Deutschland. Unter den Wählern verschiedener politischer Parteien fahren ausgerechnet die Grünen am häufigsten einen SUV. Allerdings liegen die Grünen noch in einer anderen Kategorie ganz vorne. Knapp die Hälfte aller befragten Grünen-Anhänger ist der Meinung, dass in Zukunft nur noch Elektroautos gefahren werden sollten. So viele wie in keiner anderen Partei. Nur rund ein Drittel glaubt an die zukünftige Koexistenz von Elektro- und Verbrennerautos in Deutschland. Problem Nummer 6. Sind die Grünen die neuen Schwarzen? Die Grünen haben verstanden, dass sie mit Geschlossenheit weit kommen können. Doch die Grünen sind trotz allen Machtinstinkts kein monolithischer Block geworden. Die grüne Kreuzberger Utopie und die grüne Realität in Baden-Württemberg liegen Lichtjahre auseinander. Und einmal an der Regierung werden es die Grünen mit für sie schwierigen, ja schmerzhaften Fragen zu tun bekommen. Um alte Wunden nicht aufzureißen, wollen Baerbock und Habeck natürlich ideologische Debatten vermeiden, wo immer es geht. Anpacken ohne Scheuklappen und Dogmatismus nennen sie das. Diskussionen über mehr oder weniger Staat, über mehr oder weniger Regulierung seien nicht fruchtbar. Entscheidend sei für sie, was ankommt. Wenn man als Oppositionspartei das macht, dann funktioniert das. Aber das geht nicht, wenn du die Regierung stellst. Da kann man auch auf die Frage nach der Vermögenssteuer natürlich lange mit der Antwort durchkommen, dass starke Schultern mehr tragen müssten als schwache. Ein Prinzip, das sowieso schon gilt. Was ist mit Militäreinsätzen ohne Mandat der Vereinten Nationen? In grünen Kreisen galt das schon als Fortschritt, dass hier ein Dilemma benannt wird, allerdings ohne es aufzulösen. Im Programm für die Bundestagswahl mussten die Grünen anfangen, Farbe zu bekennen. Tatsächlich findet sich dort nun die Vermögenssteuer, welche die Partei nach den schlechten Erfahrungen im Wahlkampf 2013 eigentlich nicht mehr anfassen wollte. Und dann findet sich da noch weiteres im Wahlprogramm der Grünen, das bürgerlichen und wirtschaftsnahen Wählern auch keine Freude bereiten wird. Da soll zum einen Hartz IV abgeschaffen werden, durch eine Grundsicherung ersetzt werden, der Mindestlohn soll erhöht werden, das Ehegattensplitting soll abgeschafft werden, die Schuldenbremse soll gelockert werden, Kurzstreckenflüge sollen bis 2030 verboten werden, das Wahlalter soll auf 16 Jahre reduziert werden und die Solarpflicht auf Dächern in Neubau und Bestand soll eingeführt werden. Wenn man das alles zusammenfasst, dann findet sich da wenig Licht und viel Schatten. Zumindest begründete das der Bundesverband der deutschen Industrie, in dessen Lob die Grünen sich unlängst noch gesonnt hatten. Mit SPD und Linkspartei sind sich die Grünen in diesen Fragen jedoch ziemlich einig. Zumindest wird uns das so verkauft. Also statt unsere Gesellschaft mit Verboten verändern zu wollen, sollten die Grünen die Zukunft durch mehr Freiraum für Innovation und marktorientiertes Vorgehen gestalten. Die Union beneidet die Grünen in diesen Tagen um die gelungene Inszenierung. Aber die neuen Schwarzen sind die Grünen damit noch lange nicht. Bis bald, euer HP.